Stellt euch vor, ihr kommt aus der Taverne oder von der Messe nach Hause und ihr habt euren Schlüssel verloren. Ja, das kann passieren. Nun, bisher musstet ihr vor eurer eigenen verschlossenen Türe ausharren. Doch nun nicht mehr, denn nun habt ihr den Zweitschlüssel. Alles ja wirklich genial, Leonardo. Im 16. Jahrhundert ist der Italiener Leonardo da Vinci von Beruf Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Deswegen gilt er als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Also für mich klingt das ehrlich gesagt nach einem Typen, der alles ein bisschen, aber nichts richtig kann. Dazu passt auch, dass er die letzten Jahre seines Lebens im Dienste des Vatikans gearbeitet hat und dem Papst regelmäßig neue Erfindungen präsentieren musste. Leonardo, seid ihr hier? Hier drüben, Bischof. Ah, da sind sie, ja. Bitte? Da sind sie, wegen Da Vinci. Verstehe ich nicht. Nun gut, sagt Leonardo, habt ihr in der Zwischenzeit wieder neue bahnbrechende Erfindungen erfunden? Der Heilige Vater brennt schon vor Neugier. Das habe ich, Bischof. Schaut. Ihr habt einen Schlüssel erfunden, aber den gibt's doch schon. Ja, aber Eure Exzellenz, das hier ist nicht irgendein Schlüssel. Das hier ist der Zweitschlüssel. Der Zweitschlüssel? Der Zweitschlüssel. Stellt euch vor, ihr kommt aus der Taverne oder von der Messe nach Hause und ihr habt euren Schlüssel verloren. Ja, das kann passieren. Nun, bisher musstet ihr vor eurer eigenen verschlossenen Türe ausharren. Doch nun nicht mehr, denn nun habt ihr den Zweitschlüssel. Alles ja wirklich genial, Leonardo. Schaut hier. Ihr habt das Rad neu erfunden. Nein. Das Rad kann man nicht neu erfinden. Das hier ist was völlig anderes. Das Zweitrad. Das Ersatzrad. Ja, falls ein Rad mal kaputt geht. Natürlich. Also, Leonardo, nur einen Tag möchte ich mit eurem brillanten Geiste leben. Also, ihr seid ein Schmeichler, mein Bischof. Doch meine beste Erfindung, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Schaut. Ein leeres Blatt. Nein, nein, ich ahne schon. Auch diesmal ist es wieder etwas gänzlich anderes und ich vermag nur den Wald vor lauter Bäumen noch nicht zu sehen. Ich befürchte, ihr behaltet recht, mein Bischof. Ja? Denn das ist nichts Geringeres als der Raum für Notizen. Raum für Notizen. Raum für Notizen. Das muss ich alles sofort unserer Heiligkeit, dem Papst, berichten. Gute Arbeit, Leonardo. Gute Arbeit. Puh, das war knapp. Raum für Notizen. Ja, ich sag ja, große Schnauze, nichts dahinter. Genau wie dieser Michelangelo. Und du grinst nicht so blöd. Also, das hat echt genervt. Leonardo, kannst du mal eine Art Bewässerung erfinden? Leonardo, kannst du mal was erfinden, was sich dreht und irgendwas antreibt? Leonardo, kannst du mal was erfinden, womit man fliegen kann? Leonardo, kannst du mal hier, kannst du mal da? Ja gut, aber das ist halt der Preis dafür, wenn man seinerzeit 400 Jahre voraus ist. Gut, das können Sie jetzt nicht verstehen. Sie arbeiten ja schließlich fürs ZDF.